Hallo und willkommen zurück bei Star Wars Knights of the Old Republic, wo wir auf Manaan sind und in der letzten Folge einen Rodianer getroffen haben, den wir noch von Tarris kannten. Und der hat uns beauftragt, hier sozusagen die Bank zu sprengen bei den Zwugrennen, einfach mal Champion zu werden, damit die Leute weniger am Zwugrennen interessiert sind. Wenn ich den Wettbewerb hier kaputt mache, damit sie seine Karten kaufen, seine Parser-Karten. Und hat uns da eine besondere Belohnung für versprochen. Was das ist, wissen wir noch nicht. Ich verrate es auch noch nicht. Aber wir widmen uns dieser Folge mal den Zugrennen. Im Zugbüro sind wir schon und sprechen nochmal mit dem Barkeeper. Seid gegrüßt. Nehmt ihr heute an den Rennen teil? Wir sind immer auf der Suche nach mutigen Nachwuchspiloten. Naja, also, was haben wir denn hier? Ich bin bereit, ich möchte über die Preise reden, grundlegend. Ich komme später wieder. Gut, ich lasse die Sprecher sofort für euch vorbereiten. Ich glaube, er hat mich nicht so ganz verstanden. Also, ich werde erstmal... Hier, da hinten ist nur für Swoop-Piloten. Können wir da rein? Oder geht das noch nicht? Doch, geht schon. Cassandra und Hookta Jax sind da hinten drin. Oh, die Swoop-Rangliste. Das ist interessant. Streckenrekord-Terminal von Manaan. Alle Ergebnisse korrekt. Fehler. Ergebnisse nicht verfügbar. Gewünschten Swoop-Piloten auswählen. Gut, dann gucken wir mal die Resultate von Quiddle Molto. Aktueller Status, kein Eintrag. Persönliche Daten blockiert. Beste Rundenzeit 23:82. Hookta Jax. Aktueller Status, Sektorenmeister. Außenweltdaten verloren. Persönliche Daten blockiert. Beste Rundenzeit 22:50. Ja, das ist schon mal ein Unterschied. Cassandra Mattel. Aktueller Status, aktiviert. Außenweltdaten verloren. Persönliche Daten blockiert. Beste Rundenzeit 23:25. Okay, also Quiddle ist der einfachste von denen, glaube ich. Gegen den müssen wir wahrscheinlich zuerst antreten. Oder besser gesagt, einfach die Rundenzeit schlagen. Tja. Und was ist deine Aufgabe hier? Hallo, wollt ihr über die Strecke für einen Trainingsablauf suchen? Gegen die geringe Bearbeitungsgebühr von 20 Credits machen wir euer Zug startklar. Also hier können wir also Proberennen fahren. Warum muss hier eine Gebühr bezahlen? Die Piloten passen einfach besser auf die Strecke auf, wenn sie für die Instandhaltung bezahlen. Abgesehen davon sind die Wartungskosten enorm. Und bitte versucht nicht zu feilschen. Ich darf euch keinen Rabatt geben, selbst wenn ich wollte. Ich versuche ja manchmal mit Dialekt zu reden, ne? Aber ich weiß gar nicht. Manchmal funktioniert es einfach nicht, ne? Wenn ich versuche bayerisch zu reden, das will nicht. Naja gut. Also, lebt wohl. Ich glaube, Proberennen brauchen wir wirklich nicht. Gut, Wiedersehen. Proberennen brauchen wir nicht, weil wir so eine Cheater-Sau sind. Wer sich an die Tatooine-Rennen erinnert, weiß, was ich meine. Jetzt reden wir erstmal mit den Piloten. Quiddle! Jo, Mai, du willst vermutlich mit den Piloten plaudern, wiss? Alles klar, die sind in der Piloten-Lounge. Mit Amateuren wie mir reden die gar nicht. Na, lange tu ich mir das ohnehin nicht mehr an. Ihr merkt schon, ich versuche krampfhaften bayerischen Dialekt, also vergesst es. Liebe Bayern, bitte nicht beleidigt sein. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich verstehe es schon durch hier Theaterstadel und so, aber ich spreche ihn, vergiss es. Ja, ich hätte da ein paar Fragen. Aber das ist schon, ja, sehr traurig. Sehr traurig. Bitte beantwortet meine Frage. Okay, nur die Ruhe. Ich hab im Moment einfach Wichtigeres im Kopf.
gut. Wisst ihr viel über Mana an? Ich bin vor über 10 Jahren von Ando hierher übergesiedelt. Seitdem Hobby hier in den großen Aufbereitungsanlagen gearbeitet. Über die Cellcave habe ich Hobby in all den Jahren kaum etwas erfahren. Nun, es fällt mir schwer, mich an die Sith zu gewöhnen. Plötzlich interessieren sich alle für Mana-Ahn. Alles nur wegen des Koltos. Was wisst ihr über Kolto? Ich weiß, dass man es zur Herstellung von Medipacks braucht. Und dass es nur auf Mana-Ahn Kolto-Vorkommen gibt. Das ist alles. Ich werde besser mit der Zeit, merkt man vielleicht. Haben die Sith Schwierigkeiten gemacht? Na, aber ihre Anwesenheit beunruhigt mich. Vor allem nach der Geschichte auf Taris. Die Sache hat dem Zirkus massiv geschadet. Na gut, Fragen über euch und das Rennen würde ich noch gern stellen. Hey, ich bin doch unwichtig. Ich bin nur Quiedelmolto, einer von vielen gescheiterten Amateurpiloten. Na gut, wie lange macht ihr das schon? Noch nicht lang. Aber ich schätze, ich sollte aufhören. Mehr kann ich nie erreichen. Wollt ihr damit sagen? Ich werde einfach nicht schneller. Ich bin konzentriert und ich hab Talent. Was mir fehlt, ist das Geld, um mit den Profis mitzuhalten. Ihre Superbikes sind auf den neuesten Stand der Technik. Mit geborgtem Werkzeug und Standardkomponenten hast du heute einfach keine Chance. Ich würde ja gern weitermachen, aber ohne Geld kann man nicht gewinnen. Und ohne Siegen gibt's keine Sponsorengelder. Tja, wie viel benötigt ihr so ungefähr? Mach dir darüber keine Gedanken. Ich sollte die nicht einmal damit belästigen. Ich treibe die 500 Credits schon irgendwie auf. Keine Sorge. Gibt es keine Möglichkeit, wie ihr das Geld verdienen könnt? Ich habe meine ganzen Ersparnisse in dieses Swoop investiert. Jetzt bin ich total pleite. Ja, seine Zeit ist wirklich... Die ist weit unter den anderen. Ne? Er hat 28 Sekunden noch was. Und die nächste Zeit sind 23 noch was. Das sind 5 Sekunden. Das ist ganz schön viel. Ich glaube, 500 Credits haben wir übrig. Da nehmen wir. Du gibst mir 500 Credits einfach so? Ich weiß nie, was ich sagen soll. Für so ein Batzen Geld müsste ich monatelang sparen. Danke. Ehrlich. Ich mach mich sofort an die Arbeit. Vielleicht kann ich ja meine Zeit aus der ersten Runde verbessern. Komm einfach in ein paar Tagen nach Ost-Etto. Hoffentlich zahlt sich das Tuning aus. Vielleicht bin ich ja einfach nicht gut genug. Na, mal sehen. Zurück zu meinen ursprünglichen Fragen. Okay, wenn es nicht zu lang dauert. Ich will mich möglichst bald tunen, damit es fertig ist, wenn du wieder mal in Ost-Etto bist. Werdet mit dem Geld, das ich euch gab, euer Swoop auf. Ich hoffe nur, dass die Upgrades was nützen. Wenn nie, weiß ich auch nie weiter. Vielleicht bin ich ja einfach nur zu schlecht. Na, wir werden es bald erfahren. Ich muss mir jetzt an die Arbeit machen. Schau doch mal bei mir vorbei, wenn du wieder in Ost-Etto bist. So oder so. Danke für die Hilfe. Tja. Gern geschehen. Ist Mana an eine gute Rennstrecke? Ich weiß nicht. Ich kann mit den Profis einfach nicht mithalten. Vielleicht liegt es an der Piste. Jedenfalls sehe ich hier ziemlich alt aus. Ich bin sonst noch nirgends gefahren, aber ich sehe auf einer anderen Strecke wohl auch nicht besser aus.
Na gut, könnt ihr mir irgendwas über die anderen Rennfahrer erzählen vielleicht? Dr. Jax und Cassandra Mattel sind momentan die einzigen Profis hier. Die beiden sitzen immer zusammen in der Pilotenlounge. I weiß nur, dass ich gegen die beiden nicht die geringste Chance habe. I sollte meine Karriere besser beenden. Naja, zurück zu ursprünglichen Fragen. Okay, wenn es nicht zu lange dauert. I will meinen Zug möglichst bald tunen, blablabla, bliblub. Wir haben schon, ne, alles. Wir sehen uns auf der Piste. Und ein helle Seitepunkt. Wir haben sogar einen Tagebucheintrag dafür bekommen. Du hast Quiddle ein paar Credits für die Modernisierung seines Swoops gegeben. Gib ihm etwas Zeit, die Upgrades einzubauen. Danach kann er auch es auch mit den Profis aufnehmen. Das ist ganz cool. Sina und Weg, wenn ihr keine Swoop-Piloten seid, was seid ihr dann, frage ich mich. Was wollt ihr denn? Wenn ihr kein Pilot seid, seid ihr ein Niemand. Also lasst mich in Ruhe. Ach so, und Weg? Seid mir gegrüßt, Mensch. Seid ihr hier, um euch die Swoop-Rennen anzuschauen? Ich finde sie so entspannend. Und in meinem Beruf brauche ich so viel Entspannung wie nur irgend möglich. Wer seid ihr? Ich bin Weg. Ich arbeite für die Ithorak Gulda. Für Ithorak Gulda, einen Händler, der sich auf äußerst seltene und kostbare Kunstobjekte spezialisiert hat. Er betätigt sich als Mittelmann zwischen Käufern und Verkäufern in der ganzen Galaxis. Ich bin Ithoraks Sicherheitsbeauftragter. Ein ziemlich anspruchsvoller Posten und die Tatsache, dass mich Ithorak ständig beschimpft und beleidigt, macht es nicht einfacher. Verstehe, du Schwuchtel. Hast du was gegen Schwule? Nein, ich habe viele schwule und lesbische Freunde, lasst mich in Ruhe. Ich wollte einen Witz machen, der ging nach hinten los, okay? So, ihr tragt eine Sith-Uniform, seid ihr ein Sith? Um ehrlich zu sein, nein, eigentlich nicht. Ich trage diese Uniform nur, um mir Respekt zu verschaffen. Die Leute gehen ganz anders mit mir um, wenn sie denken, ich könnte vielleicht zu den Sith gehören. Und ihr denkt, dass die Sith so etwas dulden? Ja, vielleicht, ich schätze schon. Aber die Sith wollen sich hier offenbar nicht unbeliebt machen. Sie haben Angst vor Sanktionen gegen ihre Koltellieferungen. Solange ich nicht herumlaufe und sage, dass ich wirklich zu den Sith gehöre, lassen sie mich in Ruhe. Also benutze ich diese Verkleidung dazu, mir den nötigen Respekt zu verschaffen. Es ist alles andere als einfach, Ithoraks Sicherheitsbeauftragter zu sein. Sicherheitsberater auch noch. Naja, euer Job klingt nicht gerade anstrengend, um ehrlich zu sein. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie anstrengend es ist, sich mit der kulturellen Elite der Galaxis herumzuschlagen. Sie sind wie verwöhnte Kleinkinder und bekommen sofort einen Tobsuchtsanfall, wenn man einmal nicht alles nach ihrer Nase geht. Und Ithorak ist der Schlimmste von allen. Ständig nur, du Idiot, Weg. Wie kannst du nur so blöd sein, Weg? Er denkt, mein Job wäre einfach, aber ohne mich wäre er ein Niemand. Bitte, verzeiht mir diesen Ausbruch. Ich bin hier, um mich zu entspannen, aber wenn ich nur über die Arbeit rede, werde ich ganz nervös. Also erlaubt mir euch freundlich einen schönen Tag zu wünschen, damit ich weiter die Fahrer ansehen kann. Was für einen Sinn hat der NPC denn? Naja, gut, okay. Da haben wir also noch die zwei großen Nummern hier. Cassandra. Und guck da, ich glaube, Cassandra war leicht schlechter. Was wollt ihr? Ich gebe mich nicht mit Fans ab. Und wenn ihr eine Autoprint haben wollt, dann vergesst es gleich wieder. Ihr könnt eins kaufen, wenn ich neue habe. Lasst mich in Frieden. Ich muss mich aufs Rennen vorbereiten.
Ein Autobrand kaufen, du Snob? Du gibst deinen Fans das nicht mal so. Spart euch eure Allüren und beantwortet meine Fragen. Kein Grund, patzig zu werden. Ich habe Legionen von Fans hier, die ganz gierig darauf sind, mit mir zu reden. Legionen. Alter Schwede. Wisst ihr viel über Mana an? Wenn man hier irgendwas verbrochen hat, wartet der Knast auf einen. Scheinbar verdienen die hier ihr Geld mit der Verurteilung von Kriminellen. Ich bin überrascht, dass sie uns hier überhaupt fahren lassen. Die haben es nicht gern, wenn die Massen so aufgeregt sind. Das macht die Leute immer so unberechenbar. Na gut, darf ich euch denn wenigstens Fragen über das Rennen stellen? Natürlich, wie alle anderen. Jeder will etwas von der sagenhaften Cassandra Matei. Aber ich kann nicht überall gleichzeitig sein. Tja, ist Mana An denn eine gute Rennstrecke? Das war mal eine gute Strecke, aber in letzter Zeit habe ich hier nichts mehr gerissen. Hukta hat mich aufgehalten. Der fährt einfach alles über den Haufen. Aber das hier ist alles, was wir haben, seit Taris für den Zirkus ausgefallen ist. Und das wird noch eine Weile so bleiben. Es gibt keine anderen Rennstrecken? Jedenfalls keine, die in Reichweite liegt. Ich habe gehört, dass sie jetzt auf Tatooine was aufgebaut haben. Aber da bleibe ich lieber bei den gesetzmäßigen Strecken. Reichweite, das ist ja interessant. Vielleicht haben die Hyperraumantriebe zu dieser Zeit im Star Wars Universum nur eine begrenzte Reichweite. Na gut, bei den gesetzmäßigen Strecken, was soll das heißen? Hutten darf man nicht trauen. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, da hat sie allerdings recht. Das ist eine weise Entscheidung. Wie lange macht ihr das schon? Seit 2. Auch wenn wir nicht gewinnen, erinnert man sich an Lokalmat. Jetzt bin ich aber zurück. Ja. Nochmal? Ja, nochmal, weil ich bin versehentlich auf den Touchpad gekommen. Tut mir leid. Wie lange macht ihr das schon? Seit 2 Jahren. Aber das reicht, um alle Geheimnisse dieses Sports kennenzulernen. Es geht nur um das Image, das man rüberbringt. Was wollt ihr damit sagen? Da ist der Schläger. Die Leute lieben ihn, weil er so gemein ist. Ich dagegen bin die Schöne. Die würden die Leute gerne mit nach Hause nehmen. Auch wenn wir nicht gewinnen, erinnert man sich an uns. Das bringt die Leute dazu, wiederzukommen. Deshalb werden wir von den Organisatoren immer wieder gebucht. Lokalmatadore ziehen keine Außenweltzuschauer an. Sie brauchen uns. Zumindest, wenn es noch eine funktionierende Strecke gäbe. Ja, erzählt mir doch nochmal von den anderen Rennfahrern, Dr. Diax ist neben mir der einzige Profi hier. Er hat es so weit gebracht, weil sie alle wissen, dass er der mit Abstand härteste Fahrer weit und breit ist. Ich kenne die anderen Fahrer nicht. Da gibt es einen gewissen Quiddle. Der ist hier sowas wie der Favorit. Aber im Grunde hat er nicht viel zu bieten. Warum sagt er das? Man braucht nur mal Geld, um mitmischen zu können. Der ist ja nicht untalentiert, aber er hat nicht das beste Bike. So einfach ist das. Na gut, dann zurück zu den anderen Fragen. Ja, aber macht schnell. Meine Güte. Ihr braucht wohl eine Lektion, was? Wie bitte? Ihr wollt mir drohen? Hier auf Manaan? Wisst ihr überhaupt, wie dumm das ist? Ich muss mich entschuldigen, so habe ich das nicht gemeint. Ich meinte eigentlich eher auf der Rennstrecke. Schon besser. Und jetzt beeilt euch und sagt, was ihr wollt. Nö, ich glaube, wir haben dann alles. Lebt wohl. Ihr braucht nicht wiederzukommen. Jetzt haben wir uns aber doch im Ton vergriffen, wa? Am Schluss. Na gut, einen haben wir noch übrig. Wer bist dann du? Mokta Jax, das bin ich. Sagst du, sollst die nicht zurückhalten bei Profis wie und lass mich in Ruhe. Ich muss mich auf das Rennen vorbereiten. Das ist wichtig. Meditation und so. Ich hab das Gefühl, das ist alles, was wir aus dem rauskriegen. Nee, tatsächlich. Ich möchte nur ein paar Fragen stellen. Ja, okay, aber mach's kurz. Ich hab keine Lust, mit dir zu plaudern. Nun gut, wisst ihr viel über Mana An? Ich weiß, dass man sich hier für jede Kleinigkeit eingebuchtet wird. Anscheinend lässt sich mit der Bestrafung von Kriminellen sehr viel Geld verdienen.
kaum zu glauben, dass die Rennen nie verboten sind. Die Leute sollen sich auch nie aufregen. Dadurch sind sie unberechenbar oder so ähnlich. Jo gut, darf ich euch ein paar Fragen über das Rennen stellen? Okay, erwarte aber keine Antworten. Hook the Jacks verrät keine Geheimnisse. Tja, ist Manaan eine gute Rennstrecke, eurer Meinung nach? Die Strecke ist nie übel, aber ziemlich nass. Tja, ich schätze, das liegt am Meer. Wow, Professor, so gut. Ich komme mir vor wie ein Wellenreiter. Die Piste ist alles, was wir haben, bis die Strecke wieder in Ordnung ist. Auf Taris gab es die besten Piloten. Ach, und Tatooine. Was stimmt nicht mit Tatooine? Ich gehe nie wieder nach Tatooine zurück. Guck, da Jax ist zu gut für diesen Felsbrocken. Kann ich auch nachvollziehen. Wann seid ihr dort gewesen? Das geht dir nichts an und nur jetzt fragt mich gefälligst was anderes. Okay, wie lange macht ihr das schon? Schon lang. Ich hab meinen Swoop seit dem Überfall auf. Ich mein, ich hab's geerbt. Glück oder Unglück, wa? Haha. Der hat auf Tatooine einem diese Axt, die er da in der Hand hat, über den Kopf gezogen. Und seitdem hat er das Swoop geerbt. Was wollt ihr damit sagen? Nix. Und jetzt lass mich in Ruhe. Na gut, wir können ja erstmal seine Bestzeit schlagen und dann können wir ihm später immer noch das Handwerk legen, eventuell. Könnt ihr was über die anderen Rennfahrer erzählen? Ich weiß nur, dass ich der Beste bin. Wenn mehr Profis hier wären, wäre ich noch besser. Cassandra ist okay, aber sie ist klein und schwach. Beedle ist auch hier, aber der hat gegen uns keine Chance. Warum sagt er das? Sein Swoop ist Schrott. Er mag hier ein guter Pilot sein, aber das hilft ihm auch nie. Sein Pilot ist langsam, also ist auch er langsam. Naja gut, darf ich noch eine andere Frage stellen? Wieso kannst du mit der ewigen Fragerei langsam mal wieder aufhören? Ja, eigentlich schon, aber ich hätte gern ein bisschen mehr Respekt, Schweinchen. Ha, guter Witz, du bist neu hier, wa? Weißt du nicht, dass die Sek auf Manaan überall Kameras installiert haben? Prügeleien sind verboten. Tja, aber dazu muss man sich hier auskennen, aber das kannst du ja nicht wissen, Blödmann. Jetzt nennt uns schon ein Gamorreaner Blödmann. Alter, was ist denn hier los? Na gut, ich gehe dann mal. Leb wohl. Wir sehen uns dann nachher, wenn ich euren Fall hier vor Gericht bringe. Ja, verzieh dich und lass mich in Ruhe. Der ist mir wirklich nicht geheuer. So, wir haben dem Etorianer ja gerade eine kleine Starthilfe gegeben, damit er eine bessere Zeit hinlegt. Wir können noch mal gerade nachgucken. Seine Zeit ist momentan bei... Kriegel. Ich glaube 28 irgendwas. Wir lesen es noch mal schnell nach. Fidel Molto. Ehrlich jetzt? 23... 82... Naja, ich habe das Gefühl, wir sollten einfach mal die Map wechseln, einfach mal von hier weggehen und dann wieder zurückkommen, also die Map neu laden und möglicherweise haben wir dann auch einen neuen Dialog mit dem guten Quiedel, weil er dann seinen Swoop schon aufgemotzt hat. Das würde mich interessieren. Ja. Aber er hatte doch vorher eine Zeit von 28 irgendwas, oder täusche ich mich? Mir war doch so.
Möglicherweise hat er sich da schon verbessert. Nicht, dass er jetzt plötzlich der neue Champion ist, weil wir in ihn investiert haben. Das wäre irgendwie cool, muss ich zugeben. So, ich bin nicht aggressiv, ne? Ich habe die Schwerter nur draußen, weil hier so schlecht beleuchtet ist in den Gängen. Wollte einfach nur ein bisschen Licht machen, das ist alles. Der Reinigungsdruid ist mein Zeuge. So. Ja gut, also in der nächsten Folge reden wir nochmal mit Quiedel und dann schwingen wir uns endlich selbst in den Pilotensitz und räumen hier mal so richtig auf, damit wir danach unsere Belohnung von dem mysteriösen Rodianer kassieren können. Bis dahin bin ich euer Ben. Macht's gut. Ciao.